Die Zeiten sind schwieriger und ich möchte, dass meine Musik ihrer Zeit entspricht. Ich glaube, ich bin als Musiker und Komponist gewachsen. Ich mache meine Musik für jeden, der sie hören möchte. Der Soundtrack zu Batman aus dem Jahre 1990 war rein künstlerisch gesehen nicht gerade ein Meisterwerk, aber er hatte einen unglaublichen kommerziellen Erfolg zu verbuchen. Solche Superhits sind selten geworden und The Artist, formerly known as Prince, hat auch gar kein Interesse mehr daran. Ein Hit wird fabriziert, dazu gehören viele Komponenten. Ein guter Song ist ein guter Song und das ist es, was wir machen wollen. Wenn er fertig ist, haben wir nichts mehr damit zu tun, ob er ein Hit wird oder nicht. Man sagt, Sie seien ein Workaholic. Ist das ein Kompliment? Ich bin ein Playaholic. Ich werde zwar Workaholic genannt, aber für mich ist das keine Arbeit. Mir macht es Spaß. Playaholic oder Workaholic, was hat sich geändert, seit Sie geheiratet haben? Es hat sich nichts geändert. Ich bin derselbe Mensch. Mighty hat mein Leben bereichert. Sie hat nichts weggenommen. Kurz vor dem Jahreswechsel kommt heute 1999 erneut in die Musikgeschäfte. Im Januar wird in den USA sogar eine Remix-CD mit 7 Versionen veröffentlicht. Aber es gibt auch noch massenhaft Material, das bisher auf keinem Tonträger zu finden ist. Stimmt das Gerücht, dass Sie noch viele tausend Songs zu Hause im Schrank versteckt haben? In meinem Schrank steht nur Erdnussbutter. Nein, ich habe viele Songs, das stimmt. Jetzt kommt The Artist erstmal live nach Deutschland. Morgen steht er in Frankfurt auf der Bühne. Ein kleiner Mann mit einer Riesenshow.